liebe Chromebook-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge So geht Chromebook. Chrome OS 98 wird seit kurzem ausgerollt und ich zeige euch in meinem heutigen Video die besten neuen Features, die ihr mit Chrome OS 98 auf euer Chromebook bekommt. Schau dieses Video unbedingt bis zum Ende, damit du keine der neuen Funktionen verpasst und diese ab sofort nutzen kannst. Wie ihr bereits in meinen vorherigen Videos zu den neuen Funktionen von Chrome OS 96 und Chrome OS 97 gesehen habt, befinden sich viele der brandneuen Features noch in den Chrome Flags und müssen dort aktiviert werden. Dafür öffnet ihr zunächst den Chrome-Browser und gebt chrome://flags ein. Hier in den Flags könnt ihr nur die meisten Funktionen freischalten, die ich euch jetzt zeige. Ich habe euch übrigens die Flags aus diesem Video sowie viele weitere Informationen zu neuen Features auf dem Chromebook unten in der Videobeschreibung verlinkt. Starten wir direkt mit einer neuen Funktion, die aus meiner Sicht wirklich revolutionär ist und euren Umgang mit eurem Chromebook sehr stark verändern kann. Du kannst nämlich ab sofort Desktop-Templates speichern und öffnen. Hierfür aktiviert ihr zunächst den Flag Enable Desks Templates. Drücken wir nun auf die Fensteranzeigen-Taste, ist erstmal alles wie gehabt. Wir erstellen nun einen neuen Desktop mit dem Namen Netflix. Anschließend öffne ich Netflix und gehe wieder in den Übersichtsmodus, den ihr übrigens auch öffnen könnt, wenn ihr mit drei Fingern gleichzeitig auf dem Touchpad nach oben wischt. Hier sehen wir nun ein neues Feld Desktop als Vorlage speichern. Das gleiche mache ich jetzt mit einem neuen Desktop für Google Stadia. Ihr könnt nun mit nur einem Klick eure gespeicherten Desktop-Vorlagen mit den entsprechenden Apps öffnen. Zugegeben, mit nur einer App ist dies vielleicht hilfreich, aber erstmal wenig spektakulär. Wirklich revolutionär wird diese Funktion dann, wenn wir komplexere Desktop-Settings haben, die wir abspeichern und immer wieder mit nur einem Knopfdruck abrufen können. Erstellen wir jetzt beispielsweise einen Desktop mit dem Namen So geht Chromebook. Nun öffnen wir die YouTube-App und suchen nach So geht Chromebook. Jetzt klickt ihr natürlich erstmal auf Abonnieren und auf die Glocke, damit ihr zukünftig solche Tipps und Tricks nicht mehr verpasst. Anschließend geht ihr auf den Kanal rauf und habt immer die neuesten Videos mit Tipps und Tricks und Kaufberatungen auf einen Blick. Wir docken das Fenster nun an der linken Seite an. Wenn ihr euch parallel über die neuesten Chromebooks informieren möchtet oder sehen möchtet, was es Neues bei So geht Chromebook gibt, öffnet ihr zudem sogehtchromebook.de und schiebt dieses Fenster nach rechts oben in die Ecke. Falls ihr euch zum neuesten Video auch Notizen machen möchtet, öffnet ihr nun auch Google Docs und wir schieben das Fenster nach rechts unten in die Ecke. Wenn wir jetzt erneut die Übersicht über unsere Desktops öffnen, können wir dieses So geht Chromebook Setup 1:1 in genau dieser Aufteilung als Vorlage abspeichern. In der Übersicht der Vorlagen könnt ihr dann zudem sehen, welche Apps auf den jeweiligen Desktop-Vorlagen geöffnet und abgespeichert sind. Im So geht Chromebook Setup haben wir also die Webseite, Google Docs und YouTube geöffnet. Schließen wir jetzt den Desktop, ist der von uns favorisierte Aufbau also nicht mehr verloren, sondern ihr könnt mit nur einem Klick auf Vorlage verwenden euren So geht Chromebook Desktop 1:1 wiederherstellen. Dies könnt ihr nun natürlich mit unterschiedlichsten App-Konstellationen und Anwendungsszenarien machen, was die Nutzung mehrerer Desktops aus meiner Sicht zu einer mega mächtigen Funktion zur Effizienzsteigerung macht. Selbst wenn ihr in der Regel nur im Chrome-Browser unterwegs seid, könnt ihr mit dem neuen Desktop-Management zusammengehörige Seiten zum Beispiel für Online-Shopping, YouTube oder der Suche nach dem nächsten Urlaubsziel einfach abspeichern und bei Bedarf einfach wieder öffnen. Und wer kennt es nicht? Man ist gerade auf der Recherche zu einem bestimmten Thema und hat unzählige Tabs geöffnet, möchte aber nicht dauerhaft 20 geöffnete Tabs mit sich rumschleppen. Speichere den Desktop einfach als Vorlage ab und setze deine Recherche zu einem späteren Zeitpunkt fort. Durch die Aktivierung der Flag Ash Drag Window to New Desktop könnt ihr in der Desktop-Übersicht einzelne Fenster auf das Feld Neuer Desktop ziehen und dieses Fenster vom alten Desktop entfernen und damit einen neuen Desktop erstellen. Wenn ihr mehrere Desktops geöffnet habt, könnt ihr übrigens mit Shift suchen und der entsprechenden Nummer direkt auf die unterschiedlichen Desktops springen. Also beispielsweise mit Shift suchen und 2 auf Desktop Nummer 2. Auch der Wechsel zwischen unterschiedlichen Desktops mithilfe des Touchpads wurde weiter verbessert. Wie ihr aus meinem Video zu den Touchpad-Gesten auf dem Chromebook wisst, könnt ihr mit 4 Fingern nach links und rechts auf dem Touchpad wischen und dadurch schnell zwischen den Desktops hin und her wechseln. Diese Funktion wird über den Flag Enable Desks Trackpad Swipe Improvements nochmals verbessert, wodurch sich diese Touchpad-Geste noch besser ausführen lässt. Auch in Sachen Sicherheit und Datenschutz gibt es ein neues Feature, nämlich den neuen Privacy Review im Chrome-Browser.
Aktiviert ihr die Chrome Flag Privacy Review, könnt ihr in den Einstellungen eures Chrome-Browsers nun einen einfachen und leicht verständlichen Check in Sachen Datenschutz machen. Dafür öffnet ihr euren Chrome-Browser, geht in die Einstellungen und klickt auf Sicherheit und Datenschutz. Hier seht ihr nun den Bereich Überprüfung der Datenschutzeinstellungen. Nun klicken wir auf Einstellungen überprüfen. Google erklärt hier, welche Berechtigungen ihr aktuell erteilt habt und erläutert, was diese genau bedeuten. Beim Privacy Review werden zunächst die Einstellungen für die Such- und Browseroptimierung geprüft, ob der Browserverlauf zwischen mehreren Geräten synchronisiert werden soll. Ihr habt die Möglichkeit, einen erweiterten Safe Browsing Schutz zu aktivieren und ihr könnt festlegen, wann Drittanbieter-Cookies blockiert werden sollen. Die nächste Funktion wird alle Fans des Productivity Launchers freuen, denn ihr könnt den Productivity Launcher nun noch besser organisieren. Wie ihr den Productivity Launcher aktivieren könnt, habe ich euch ja bereits in meinem Video zu Chrome OS 96 gezeigt. Bisher hattet ihr mit dem Flag Productivity Launcher Animation die Möglichkeit, eine geschmeidige Animation des Productivity Launchers hinzuzufügen. Diese Animation ist nun auch ohne Chrome Flag aktiviert, wenn ihr den Productivity Launcher nutzt. Komplett neu und wirklich sehr cool ist der neue Flag Productivity Reorder Apps. Aktiviert ihr diesen Flag, könnt ihr per Rechtsklick bzw. beim Klick mit zwei Fingern auf den Productivity Launcher ein Kontextmenü öffnen. Hier könnt ihr eure Apps nun entweder aufsteigend oder absteigend nach Name sortieren oder nach Farbe der App. Eure Ordner werden bei der Sortierung übrigens nach ganz oben sortiert und sortieren sich untereinander ebenfalls aufsteigend oder absteigend nach Namen. Ich weiß, dass viele von euch die Sortierfunktion lange herbeigesehnt haben und endlich erhält die Sortierfunktion nun auch Einzug in Chrome OS. Wenn du im Chrome-Browser auf den Teilen-Button klickst, hast du nun einen Kopieren-Button, mit dem du die aktuelle URL in 0,nichts in deiner Zwischenablage speicherst und sie beispielsweise in einer E-Mail oder einer App einfügen kannst. Wo wir gerade beim Thema Teilen sind, dir gefällt dieses Video? Dann teile es doch direkt mit Freunden und Familie, damit auch sie die neuesten Tipps und Tricks für ihr Chromebook kennenlernen. Außerdem wird es neue Emojis und ein neues Chrome-Logo geben. Auch wenn weder die Emojis noch das neue Chrome-Logo ausgerollt sind, möchte ich dir diese Info natürlich nicht vorenthalten. Der Unterschied zu den bisherigen Emojis ist, dass die neuen Emojis zukünftig vektorisiert sind. Dadurch sind die kleinen Bilder schärfer und können deutlich besser skaliert werden, sodass sie auch bei deutlich größerer Darstellung nicht unscharf werden. Außerdem sind die Vektordateien deutlich kleiner als die PNG-Dateien, sodass die neuen Emojis weniger Speicherplatz benötigen und abermals die Systemperformance eures Chromebooks erhöht wird. Google hat zudem nach nunmehr 8 Jahren auch das Chrome-Logo aktualisiert. Die Änderungen sind minimal, aus meiner Sicht aber sinnvoll. So hat Google die Proportionen etwas angepasst, den Farben einen besseren Kontrast gegeben und hat die leichten Schattierungen entfernt. Wenn du jetzt direkt im Anschluss die 10 wichtigsten Tipps und Tricks kennenlernen möchtest, die jeder Chromebook-Nutzer kennen sollte, dann schau dir jetzt das Video auf der linken Seite an. Wenn du wissen möchtest, wie du den Productivity Launcher auf deinem Chromebook aktivierst und wenn du viele weitere Funktionen kennenlernen willst, dann schau dir jetzt das Video auf der rechten Seite an und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Video.